Hallo auf Invest Research und meine Analyse von Cnova oder Cdiscount. Das ist ein führender E-Commerce-Anbieter in Frankreich und Brasilien. Hier sehen wir auch schon die Webseite der französischen Dependance. Es ist die Nummer 1 im Versand von Elektronikartikeln, aber ihr seht, auch viele andere Produkte werden hier verkauft. Der Vorteil ist, man hat so eine Art Abholsegment, das heißt, das liegt in Verbindung mit Casino. Das ist eine führende Einzelhandelskette in Frankreich, die auch Aktionär von Cnova ist, wo Leute dann online bestellen können und offline abholen können. Man sieht jetzt hier vom Produkt, es ist jetzt nicht mehr auf den allerneuesten Stand. Ne? Man kann sein, dass irgendwie die Zielgruppe gut anspricht, aber wenn man sich da irgendwie moderne Shops von Amazon oder Zalando anschaut, wirkt es alles aufgeräumter und moderner. Das sieht eher aus wie so ein, sag ich mal, so ein Online-Katalog. Das ist so ein bisschen in die Jahre gekommen. Das Gleiche gilt auch für die drei brasilianischen Webseiten. Wir sehen hier so, Brasilien ist ein ganz wichtiger Markt, hat aber jetzt in 2015 stagniert mit der dortigen Krise. Aber auch hier, das ist alles nicht mehr komplett up to date von den Anbietern. Ist sehr, sehr preisgetrieben, aber es wirkt alles so ein bisschen günstig, sage ich jetzt mal. Zwar wächst der Markt für E-Commerce in Brasilien langfristig natürlich schon. Kurzfristig merkt man gerade bei solchen Produkten wie Kühlschränken oder Laptops bei einer Krise, da wird es nochmal ein bisschen hinausgezögert, sowas zu kaufen. Auch Smartphones, da kann man irgendwie sparen, wenn man länger ein altes behält. Und generell muss man natürlich auch sagen, dass gerade bei diesen Elektronikartikeln die Margen sehr niedrig sind. Also ich glaube, Cnova hat auch nur eine Grossmarge von 10%. Das heißt, die Produkte werden für 90 Euro eingekauft und für 99 Euro im Schnitt verkauft. Und da muss ich dann noch irgendwie Marketing und mein Personal bezahlen. Das ist schon sehr schwierig, da groß profitabel zu sein. Deswegen darf man die relativ hohen Umsatzzahlen auch nicht überbewerten. Schauen wir noch mal ein bisschen in die Analyse. Genau. Cnova wird von German Chirurga geführt, ein Brasilianer. Das ist dementsprechend gut, weil Brasilien der für die Zukunft wichtige Markt ist. Allerdings gibt es einen gewissen Interessenkonflikt, weil die Casino-Gruppe ja auch ein Einzelhändler ist und das ist nicht perfekt, so vom Pricing, wer da jetzt irgendwie mehr gefördert werden soll. Und das Wachstum kam, wie gesagt, in 2015 auch zum Erliegen und gerade das letzte Quartal war sehr, sehr schlecht, weswegen die Aktie auch einen negativen Trend zu verzeichnen hat. Inzwischen hat sie nur 6,9, was ein faires KGV von 15 war. Da Cnova inzwischen wieder sehr, sehr defizitär ist, würde ich hier aus fundamentaler Sicht trotz des niedrigen Umsatzmultiples von einem Kauf abraten, aus meiner Perspektive. Und auch sonst ist das Geschäftsmodell vom Versand von Elektronikartikeln, wie gesagt, gibt es sehr viel Konkurrenz. Man hat da Amazon, man hat spezialisierte Anbieter, die Leute vergleichen sehr viel den Preis. Das ist sehr, sehr schwierig, da viel Geld zu verdienen, sage ich mal. Gut, aber trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Und schaut euch sonst auch noch die anderen Analysen zu Internetaktien an, nicht nur diese von Cnova.